Herzlich willkommen zu Mickys Adventskalender 2020. Bam! Jeden Tag eine Frage und ein Engel auf dem Weg zu Weihnachten. Und wir sind fast schon da. Es ist der vorletzte Tag, der Tag, bevor es Weihnachten werden wird. Und ich habe dir heute eine Frage wieder mitgebracht aus diesem wunderbaren Buch von Carmen Kindel-Beilfuß. Fragen können, wie Küsse schmecken. Und bevor jetzt morgen das Weihnachtsfest kommt, und du hast dich ja schon gut darauf vorbereitet, du hast vieles getan, hast viel investiert in die Vorbereitung dieses besonderen Weihnachtsfestes 2020. Und deswegen will ich dir heute die Frage stellen, was ist eigentlich der höchste Preis, den du je für das Glücklichsein bezahlt hast? Was ist der höchste Preis, den du jemals für das Glücklichsein bezahlt hast? Und der Engel, den ich dir heute mitgebracht habe, den ich dir heute schenken möchte, den ich mit dir zusammen natürlich durch meine Engelsbrille wieder betrachten möchte, die mir meine liebe Freundin Ellen Horlebein aus Afrika zugesandt hat. Ihr müsst sie einfach mal googeln, jetzt wo ich sie so oft erwähnt habe. Sie ist eine tolle Frau, die durch Afrika reist, aber auch durch andere Teile der Welt. Und mit dieser Engelsbrille betrachte ich mit dir Engel, die mein lieber Bruder Anselm Grün in diesem Buch 50 Engel für die Seele beschrieben hat. Und es ist der Engel des Vergessens. Ich wünsche dir nämlich den Engel des Vergessens, der dich befreit von dir selbst, der dir die Sucht nimmt, alles auf dich zu beziehen, bei allem fragen zu müssen, was es dir bringt. Der Engel des Vergessens möchte dich in die wahre Freiheit führen, in die Freiheit von den Fesseln des eigenen Ego. Wenn der Engel dich die Kunst des Vergessens lehrt, dann wirst du spüren, wie intensiv du alles wahrnimmst, was um dich herum ist, wie du auf einmal fähig wirst zu genießen und den Augenblick auszukosten, das Leben selbst zu schmecken, ganz im Schmecken zu sein und so den Reichtum des Seins zu erahnen. Der Engel des Vergessens wird deine Seele an ihre eigentliche Bestimmung führen, dass sie sich selbst übersteigt in Gott hinein, dass sie sich selbst vergisst, um in Gott aufzugehen. Möge dich dieser Engel heute an der Hand nehmen und den nächsten kleinen Schritt mit dir gehen zu Weihnachten. Denn schon morgen ist es soweit. Morgen ist Weihnachten. Und morgen öffnen wir das letzte Türchen in Mickys Adventskalender 2020. Und ich freue mich darauf, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid. Bis dann.